Tatsache ist, der hat keine Verbindung zum Motor. Also da gibt es keine Welle, die irgendwie vom Motor Kraft auf den Rotor, sondern dieser Rotor wird allein durch die Vorwärtsfahrt, die wir jetzt gleich sehen, wie beim Flugzeug eben auf der Startbahn, angeströmt von vorne und dann wie eine Windmühle fängt er sich an zu drehen. Und damit das Ganze jetzt nicht zu lang dauert, dreht er den beim Start trotzdem mit der Hand nochmal an und lässt es leicht anlaufen durch einen Elektromotor unterstützt, bräuchte man aber bei entsprechend langer Startbahn nicht. Und dann wird dieser Rotor allein durch die Vorwärtsfahrt, die durch den Flugzeugpropeller hinten gegeben ist, ständig sozusagen am Laufen halten, wie bei einer Windmühle. Und dann fliegt er. Und wie ganz klar sind, der fliegt sensationell gut. Und heißt alles selbst dran gebaut. Da gibt es keinen Teil. Und irgendein Bausatz, wo man sagt, am Schluss kommt so ein Drahtschrauber raus. Und das hat er alles allein installiert. Der Harald Bohms aus Rehe. Unglaublich. So, jetzt hat er den Rotor angedreht, damit er sich schon einmal dreht bei der Vorwärtsfahrt. Und jetzt nimmt er Schwung. Also nochmal, es besteht keinerlei Kraftübertragung auf den Rotor, der dreht ganz allein frei. Spannweite. Extrem windig. Von einem 120 Kubikzentimeter Boxermotor nach vorne geschoben.